Herzlich willkommen zu diesem sechsten Video aus meiner Reihe Microsoft Excel 2016 erste Schritte. Und jetzt beschäftigen wir uns mit der sogenannten Auto-Ausfüllfunktion. Ich habe hier ein neues Tabellenblatt vorbereitet und möchte zeigen, wie er das macht, dass hier automatisch das ausfüllt. Davor noch mein Verweis: Ich habe hingeschrieben rechte Maustaste, dann wirst du gleich sehen, warum. Aber zuerst möchte ich dir noch zeigen, und du siehst das hier auch, wenn ich habe hier eingetippt rechte Maustaste, dann geht das über zur Zelle hinweg. Wenn ich jetzt hier etwas anderes eintippe, wird der zweite Teil weggeschnitten. Ich lösche jetzt wieder 23 raus, du siehst es. Und damit du das schön darstellen kannst, verwende ich hier den sogenannten Textumbruch. Und dann wählt man hier bei Start Textumbruch. Und es wird dann hier schön dann dementsprechend dargestellt. Ich könnte hier dann die Höhe dann nochmal anpassen, indem ich hier hereinfahre und könnte das dementsprechend dann auch ja, schön darstellen. Jetzt kommen wir aber zur eigentlichen Auto-Ausfüllfunktion. Wenn ich jetzt hier hergehe und mit der linken Maustaste das herunterziehe, dann erkennt er das dann sogar schon. Du siehst, er schlägt das hier vor. Ich fahre jetzt da mal herunter und ziehe das auf bis Dezember. Wenn ich hier Montag eingebe, dann schlägt er mir das dann auch schon vor mit gedrückter linker Maustaste. Wenn ich hierher gehe, dann schlägt er mir es dann auch schon vor. Nein, macht er nicht eben. Was muss ich machen? Ich lösche das hier wiederum weg und verwende jetzt immer hier die rechte Maustaste und drücke bei gedrückter rechter Maustaste, ziehe ich das jetzt herunter. Und ich werde dann gefragt, was ich machen möchte, nämlich eine Datenreihe ausfüllen, wähle ich jetzt hier. Und er füllt dann 1, 2, 3 bis 10, fülle mir es dann hier auf. Was mir aufgefallen ist hier bei diesem Programm, wenn ich hier Jänner eingebe, ist ja auch eine andere Bezeichnung für Januar, das herunterziehe, dann erkennt das hier nicht automatisch. Also wenn ich diese Schwierigkeit haben sollte und ebenfalls bei der rechten gedrückten Maustaste, wenn ich sie runterziehen würde, jetzt muss ich es irgendwie schaffen, erkennen wir es auch nicht an und gibt hier auch nicht an Datenreihe ausfüllen. Das heißt, man müsste, wenn man einen Monat verwenden würde, müsste man hier den Januar nehmen. Ich könnte es im Nachhinein dann noch nachbearbeiten und könnte dann hier Jänner zum Beispiel hineinschreiben. Ja, soweit die, glaube ich, ganz sinnvollen Informationen, wie man das hier machen könnte. Das ist hier eine ganz eine praktische Funktion, diese Autoausfüllfunktion. Ja, danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns wieder beim nächsten Video.